Hey ho, Spielspaß und viel Schokolade hier im Fußballmanager 13 mit den Zebras. Ja, Julian Korb wechselt von Mönchengladbach nach Osnabrück. Fitnessparcours ist fertiggestellt, Mietskaserne dauert noch ein wenig. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen Gas geben hier, ne? Wir müssen generell noch ein bisschen Gas geben, besonders hier bei den Gebäuden, bei der Infrastruktur. Ja, das ist alles noch ein bisschen ausbaufähig oder weit ausbaufähig. Da schaue ich mal eben, was wir noch machen. Wenn wir so das Budget noch haben, dann müssen wir auch noch das Budget mal weghauen. Dann sortieren wir das Ganze mal ein wenig nach Kosten. Flaggenmast, Plakatwand, was bringt das eigentlich? 1% mehr feste Einnahmen vom Hauptsponsor, sehr schön. Das bringt erstmal noch nicht so viel. Schulungszentrum, das hört sich gut an. Schulungszentrum ist ganz gut. 300.000 ist auch noch relativ billig. Ja, komm, das können wir machen. Hat nochmal einen größeren Heimvorteil. Auswärtsnachteil wird geringer. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen, die paar Prozentpunkte. Neuer Mitarbeiter im Scout-Bereich oder Scouting-Bereich. Sehr schön. Oh, da wollte ich natürlich auf Scouts gehen. So, damit der auch nochmal was da zum Scouten hat. So, Aufgabe abbrechen und hier Aufgabe zuweisen. Nächsten Gegner beobachten darf er dann immer. Dann darf der Rest dann immer die Jugendscouting übernehmen. Bootplatz einweihen, sehr schön. Können wir das nochmal machen. Wen schicken wir denn mal da jetzt wieder hin? Ach komm, Benny Kern. Spielt ja auch schon eine ganze Zeit bei uns. 10.000 Euro für ein Jugendturnier. Auch gut. Schulprojekt teilnehmen. Da schicken wir dann den, ja, Kevin Wolze hin. Darf auch nochmal daran teilnehmen. Sehr schön, Feriencamp veranstalten, sehr schön, Sven Beukert. So, und dann wird das alles, die Präsenz des Clubs wird dann auch wieder besser. So, Juli, warum der meckert, dass wir hier kein Trainingslager gemacht haben, verstehe ich nicht. Ha, wir haben auch eins gemacht. Deswegen, hä? Was ist ein Quatsch? So, aber so langsam kommen wir in die heiße Phase, denn wir spielen wieder gegen Norderstedt und danach kommt schon RB Leipzig, der Pokal, DFB-Pokal, erste Runde, dann geht's los, dann beginnt die heiße Phase und direkt danach das erste Heimspiel und zwar gegen SV Werder Bremen. So, neues Sponsorenangebot, das ist immer gut. Nehmen wir das auch direkt mit. Oh, sehr schön. Direkt hier auf beiden Bereichen. Greenpeace. Verhandeln, nochmal verhandeln, nochmal verhandeln. Oh, jetzt wollen sie nicht. Nehmen wir mit. Ist so, schade. Aber die wollten nicht höher gehen. Laufzeit denken, wollen sie auch nicht. Aber wir nehmen das mit. Die sind auf jeden Fall besser als die ersten 2, 3. Bandenwerbung haben wir noch ein bisschen was frei. Und das ist auch gut so. Haben wir da nochmal das Sponsorenvolumen bzw. die Sponsorenkalkulation weit übertroffen wieder. Sehr schön. Das werden wir auf jeden Fall benötigen, das ganze Geld. Auch für spätere Zeiten. Training. Warum der das wieder nicht voll auslastet? Ich habe keine Ahnung. Stehe ich nicht. Und warum wir hier in der Teamdynamik so abstürzen, verstehe ich auch nicht. Weil wir vielleicht schlecht gespielt haben gegen KFC Uerdingen, oder was? Naja. Gut, hier wollen wir die Jungs noch mal ein bisschen motivieren für das Spiel. Nicht gegen Norderstedt, aber besonders schon mal vorbereitend auf die kommenden Aufgaben. Besonders gegen RB Leipzig, das wird kein einfaches Spiel. Ein sehr guter Viertligist. Der auch das Potenzial hat, irgendwann mal richtig wieder in den großen Fußball einzusteigen. Besonders, wenn man das so sieht, dass da Red Bull hinter sitzt und die natürlich versuchen, den Verein da auch weiterhin aufzubauen. Schau mal eben rein, was der Co-Trainer sagt, warum wir hier so minus sind. Fehlende Ziele. Okay. Möchte Spielmacher sein, will sich verbessern. Also fehlende Ziele, da liegt es anscheinend noch dran. Da müssen wir noch ein bisschen versuchen, die Jungs anzusprechen, dass sie ihre Ziele mal ein wenig runterschrauben.
Damit wir da noch ein bisschen in der Teamdynamik höher kommen. Gut, Eintracht Norderstedt zum zweiten oder dritten, ich weiß jetzt gar nicht genau. Irgendwie sowas im Dreh. Wolze, sehr schön. Kommt ja auch mal wieder rein. Ja, mal schauen. So, Castrati hat leider abreißen lassen müssen. Klos rutscht dann mal rein. Ballraum kommt auf die Bank. Dann der... Ja, Bertel auf der Bank und Wolze kommt in die Startformation. Fossebild darf mal auch auf der Tribüne Platz nehmen. Brosinski darf auch nochmal ein bisschen spielen. Trinks kommt auch wieder rein in die Mannschaft. Wir wollten ja auch ein wenig hier die Jungs wieder fit machen, beziehungsweise auch wieder ein wenig Rotation reinbringen in die ganze Sache. Formschwache Spieler fliegen dann raus und natürlich Spieler, die derzeit in einer guten Form sind, die kriegen dann Einsatzzeit. So, Julian Koch ist langsam auch wieder ein bisschen in der Frische vorangerückt, darf auch mal wieder von Anfang an ran. Taktik schauen wir auch mal eben rein. Joa, das sieht soweit gut aus. So soll das sein. Okay. Spiel starten gegen Eintracht Norderstedt. Heute wird keinem Zweikampf aus dem Weg gegangen. Sagen wir mal... Könnte man auch wieder ein Tor schießen hier. Sag mal, komm, los. Ja, wurde auch Zeit. Trinks hat die Vorlage gegeben und Brosinski das Tor gemacht. In der zweiten Halbzeit drehen wir so richtig auf. Ja, das wäre schön. Ja, motivieren wir nochmal ein bisschen hier die Jungs. Da der Ottl kriegt nochmal ein bisschen Massage, genau wie der Salger und der Koch. Alle Spieler aufwärmen. 2:0. 69. Minute. Perfekt. Dann kommt der Ballrahmen nochmal rein. Und dann hier der Ottl. Ja, dann kommt der Marx. Hätten wir auch noch. Da machen wir den Jasula mal zentrales Mittelfeld. Ein bisschen höher. So, und der Marx kommt mal für den Skjelbred rein. Und der Pertl für den Wolze. Abdullah rutscht rein für den Salga. Schöppler kommt raus und Correa kommt rein. Und Benny Kern lassen wir auf der Bank, oder? Ne, kommt für... Der kann ja auch für den Brosinski spielen. So, jetzt kriegen wir auch noch ein Gegentor. 3:1. Ja, Bora Bayram hat auch noch Tor gemacht. Vorlage von Timo Pertl. Sehr schön, Bayram hat sich direkt wieder beste Spieler abgeholt. Sehr schön. Und dann geht es richtig in die heiße Phase. Denn RB Leipzig, DFB-Pokal, geschätzte Zuschauer 44.000. Ja, das ehemalige Zentralstadion von Leipzig hat jetzt, heißt jetzt Red Bull Arena, glaube ich. Bis 2020. Ja, und die roten Bullen aus Leipzig werden versuchen, unseren Zebras nicht einfach zu machen. So, News Center. Schauen wir mal rein. Vergnügungspark, wie war das? Ereignislos, na toll. Fanartikel bereit zur Markteinführung. Sehr schön, Datenbank analysiert. Röcker Trainingsziel erreicht. Transfermarkt schießt bald und Gehaltsbudget noch nicht erschöpft. Möchte ich eigentlich auch nicht, wenn man jetzt auch bedenkt, dass die ganze Prämien noch dazu kommen. Dann werden wir das noch so benötigen. Schöppler, jetzt kriegt der Rölke endlich auch mal einen Mentor. Sehr schön. Und hier war nochmal die Markteinführung. Schlüsselanhänger nehmen wir gerne mit. Können da auch noch 4 weitere Produkte aufnehmen in unserem Merchandising Center. Und bauen hier noch weiterhin fleißig aus. So, schauen wir mal eben, was wir als nächstes machen. Ja. Da habe ich noch was anderes gesehen. Handtuch. So, Handtuch kann man immer gebrauchen. Sehr schön. Mit dem MSV Duisburg Logo drauf. Und dann können wir das nochmal mitnehmen. Reserve verliert das erste Mal leider gegen Rot-Weiß Oberhausen. Auch noch ausgerechnet gegen den Erzrivalen. Mein Gott. Die wollen doch nicht so anfangen wie letzte Saison, ne? Hoffen wir mal, dass sie sich da stabilisieren. Dafür haben wir eigentlich auch ein paar Spieler rangeholt.
Leistenprobleme für Akacha. Henning Schöne hat beste Note gekriegt. Vergos leider nur mit einer 5. Eine 6 für Akacha. Auch schön. Mai, mai, mai. So. Jetzt können wir mal anfangen, hier richtig aufzustellen für fürs erste Spiel gegen Leipzig. Andi Hoffmann kommt natürlich rein. Hat enorme Leistung gezeigt bis jetzt. Auch in der Form von 20 hat er es auf jeden Fall sich verdient. Genauso wie der Timo Pertl. Florian Trinks, schauen wir mal, wie lange braucht er denn noch? Machen wir nochmal Kurztrainingslager. Hört sich doch gut an. Kurztrainingslager nochmal. Damit wir da noch ein bisschen Vertrauen und auf jeden Fall Stimmung nochmal ein bisschen erhöhen. Zum Schluss. Die 47.000 oder wie viel das kostet. Nehmen wir nochmal mit. Unsere B-Junioren gewinnen 6:0 gegen Wuppertaler SV Borussia. Haust da rein. Sehr schön. So muss das laufen. Also B-Junioren funktioniert schon mal alles gut. So muss das aussehen. Deportivo La Coruña ist an Giampiero Pizzi interessiert. Aber der ist mir zu teuer, der junge Herr. Brückmann hat 3 Tore gemacht. Sehr schön. So stark ist der gar nicht, aber anscheinend für die Liga recht gut. So, FC Utrecht ist auch interessiert an Zoltán Gera. Kurztrainingslager, 5 Moral und Selbstvertrauen um 10 Punkte gesteigert für jeden Spieler. Sehr schön, so muss das laufen. Jasula hat sich nochmal verletzt. Mein Gott, schade. Aber dann kommt der Fossenbelt nochmal rein. Und Bora Bayram in die Anfangsformation. Fossenbelt in die Anfangsformation. Oder Bosinski. Ach komm, lass mal den Bosinski mal ruhig. Oder doch, der Fossebelt. wenn man die Qual der Wahl hat. Die beiden tun sich in diesem Fall nicht so viel. Haben beide dieselbe Form. Und könnten das auch nochmal mitnehmen. Abdullah, ja, kommt da rein, weil er bessere Form hat derzeit. Und der Lache, ja, da ist der Schopuler derzeit auch nicht schlecht drauf. Und das sieht doch gar nicht so schlecht aus hier. Marx leider nur mit einer Form von 7. Jetzt gehen wir ein wenig mal oder kümmern uns mal um die fehlenden Ziele. Mal gucken, ob wir da nochmal ein, zwei Spieler da überzeugen können, diese Ziele runterzuschrauben. Verliert einen Moralpunkt, weil er zu früh sich das nicht oder es noch nicht einsehen möchte. Genau wie Fossebelt. Wie sieht es da aus? Ebenfalls schade. Aber mit der Zeit wird das vielleicht besser. Schauen wir nochmal Jasula. Ne, höhere Ziele will ich nicht sehen. Er ist auch derzeit verletzt. Castrati. Ja. Schöppler. Felix Wiedwald, Spielergespräche. Da können wir es doch sagen. Ziele herunterschrauben. Vielleicht findet sich dann eine Lösung. Also bei ihm hat es sich gelohnt. Da sind die Ziele dann schon mal verringert worden. Sehr schön. Torben Marx, können wir mit ihm nochmal da ein wenig reden. Vielleicht auch ein Moralpunkt. Also anscheinend lohnt es sich derzeit nicht, mit den Neuankömmlingen darüber zu reden. Bora Bayram nochmal ein bisschen hier motivieren. Sehr schön. Und Flamo Castrati gibt im Training alles. Und Brosinski, nee, Zille Abdullah, du hast gut trainiert. Wunderbar. Läuft. Läuft doch. So, Red Bull Salzburg. Salzburg, genau. Nein, ich meine natürlich Red Bull Leipzig. RB Leipzig kommt. RB Leipzig steht an. Steht auf der Matte. Und wir wollen hier definitiv nochmal angreifen. Und besonders auch hier im Bereich DFB-Pokal uns etablieren. Da ein bisschen das Geld mitnehmen. Und dann können wir auch direkt, das wird ein 3D-Spiel werden, ein 3D-Match. Die werden sowieso immer, also ich möchte ein leichtes Übergewicht an 3D-Matches machen. Weil klar, noch ein paar Textmodis werden da eingestreut, auf jeden Fall. Aber besonders die 3D-Matches, da kann man schön kommentieren, finde ich persönlich. Da kann man auch richtig mitfiebern. Und bei den Textmodis, ja, da rauscht man so ein wenig durch
Und ja, das ist noch nicht so, da kommt nicht vielleicht so ein Ticken weniger Stimmung auf, finde ich jetzt persönlich. Jasula ist zuletzt 10 Bruch, no, Klaus Jasula in diesem Fall. 3 Wochen fällt er da aus. Saisonvorschau verfügbar. Transferperiode endet. Kutschukaslan und Strobel am Trainingsziel erreicht. Wunderbar. Ich denke, wir können die Mannschaft so belassen für das erste Spiel gegen Red Bull Leipzig und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.